Ich pflaster mal wieder ein bisschen voll. Oh, hier passt ja sogar ein großer hin, sehe ich gerade. Na? Haben Sie Kameraprobleme? Nein, das ist Absicht. Ah, guck mal, hier könnte ich entweder komplett zupflastern. Was natürlich dann doof ist, weil wer soll denn da dann hin? Ne? Also wenn man komplett zupflastert, ist es vielleicht auch so ein bisschen doof. Aber ich könnte hier zum Beispiel so eine kleine Parkanlage bauen. Die so ein bisschen abgegrenzt ist. Ja. Ach, warum denn eigentlich auch nicht? Genau. Genau, so mache ich das. Gut, dann habe ich ja eigentlich nur die Frage, was stelle ich hier hin? Für ein kleines, großes, mittleres Gebäude. Das da zum Beispiel und das. Ich glaube, dahinter müsste eine Straße funktionieren. Tut sie auch, ganz knapp, aber sie tut's. Und ich habe die jetzt schon geschlossen. Ich glaube, ehrlich gesagt, dass ich hier noch ein Gebäude daneben packe. Mal gucken. Nee, packe ich nicht, weil dann kollidiert es wieder mit dem Berg. Also lasse ich es, dann mache ich die hier doch zu. Komm, zu und gut ist. Ich könnte jetzt hier noch ein Gebäude hinpacken. Und dort. Jetzt weiß ich noch nicht, ob die beiden bleiben, denn das hängt ein bisschen davon ab. Ich mache ja jetzt hier dann das so runter, die Projekt. Nochmal. Dann machen wir hier das. Okay, also wir kommen hier unten nicht hin. Das ist auch nicht weiter so schlimm. Dann wird da der große Park am Rand sozusagen gebaut. So. Okay, wie sieht's aus? Noch sieht's gut aus. Ja. Also noch habe ich hier keine Probleme und die Siedlung wächst. Ja. Langsam wird's und ich habe den Eindruck, das hier wird meine riesige Neubausiedlung, die auch ganz, ganz riesig wird, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich habe fast vor, den gesamten Bereich hier einmal vollzubauen. Und hier unten meine alte Siedlung, die will ich halt noch ein Stückchen aufsteigen lassen, sodass hier vorne dann eben die ganzen hohen Bevölkerungsschichten sind. Also Administratoren Investoren. Aber natürlich. Ja, und Manager oder wie sie alle heißen. Also hier soll praktisch die hohe Bevölkerungsschicht rein. Hier hinten dann das ruhige Neubauviertel, die neue Insel sozusagen, wo sich die Leute ganz wohlfühlen können, wenn sie da hinziehen. Und deswegen, da soll es grün, klein, kuschelig bleiben. Ich weiß noch nicht so richtig, ob mir das gelingt. Aber wenn ich ehrlich bin, warum denn eigentlich auch nicht? So, da ist ein bisschen Werbung. Und im Übrigen für alle, die sich mal gefragt haben, was auf der auf dieser Werbeanzeige steht. Da steht, besuchen Sie die Tundra. Und die Tundra ist das erste DLC-Gebiet, was man kaufen konnte und immer noch kann. Und das müssten drei gewesen sein. 1, 2, 3. Ja, das sieht gut aus. Für alle, die sich fragen, ob das hier jetzt schon installiert ist, nein, das ist es noch nicht. Ich bin aber kurz davor, mir den Season Pass zu holen und zu sagen, okay, pass auf, das Programm ist so hübsch, so cool gemacht, da können wir auch noch ein bisschen Geld ausgeben und den Season Pass uns besorgen und dann geht es halt weiter mit dem Spiel in einer neuen Kartenregion. Allerdings habe ich auch gelesen, dass sich die Tundra eigentlich fast nicht lohnt, da sie nicht so viel Neues bringt, wie man eigentlich erhofft. Und hier wäre schön, eigentlich hätte man die Möglichkeit, praktisch eine Platte zu bauen, ohne dieses kleine Symbol darauf oder ohne die Lampe. Andersherum, ich glaube fast, hier lasse ich mal kurzzeitig die Sache weg, denn hier werde ich die Straße runterführen dürfen, oder? Ist nur eine Vermutung, aber ich vermute mal, wenn ich das jetzt hier baue. Ja, ich wusste es. Ich habe das jetzt natürlich um eins falsch gebaut, aber
gucken wir uns mal an, wenn wir das um 1 runterschieben. Nicht um 2, sondern nur um 1. Warum um 1? Weil dann kann ich oben die Straße weiterführen. So wie gedacht, denn hier oben passt ja noch keins hin. Das passt erst ab da. Da packe ich das mal kurz als Platzhalter hin. Dann gucken wir uns das gleich mal an. Wir schließen mal hier die Straße. Ja, das sieht jetzt natürlich doof aus. Dann machen wir es nicht ganz symmetrisch. Ich nehme das Ding hier weg. Schiebe das da rüber. Das dahin, das dort. Und baue dann auf die Seite natürlich wieder eine Lampe. Bushaltestelle ist breiter, ne? Ja, schade. Na gut, dann kommt da hinten noch eine Lampe. Hier zwei Parkanlagen. Und gut ist. Oder ich nehme hier hinten weg und nehme nochmal so ein komisches Anzeigeschild. Gucken, wie das aussieht. Vielleicht sieht das ganz nett aus. Tut es. Ich muss es bloß umdrehen. Ich muss also sozusagen die Lampe wegnehmen. Das Schild nach oben. Ne? Und dann dahinter die Lampe. Das sieht gut aus. Wir verwenden. Genau. Dann machen wir das so. Dann habe ich hier jetzt meine kleine Grünanlage, meinen kleinen Freizeitpark für alle, die sich hier entspannen wollen. Gut. Das hier oben ist natürlich... Hey, perfekt getimed. Da passt noch ein Haus hin. Habe ich die Schlüssel hingelegt. So, und dann gucken wir mal. Ich glaube, hier hinter geht auch noch eine Reihe, ne? Also ab da gehen dann Häuser los. Oh, das ist jetzt... Das habe ich gar nicht gesehen. Passt genau, gut. Dann kann ich nämlich hier hinten praktisch hochziehen. Dann packen wir da so eine kleine Einbahnstraße hin. Was ich ja schon manchmal gemacht habe mit so zwei, drei kleinen Parkplätzen am Ende. Ah, einer passt. Dann kommt da ein Parkplatz. Und... so eine kleine Parkanlage im Haus als Übergang. Ja. So. Gut, dann geht's weiter. Ihr merkt schon, ich sagte ja, die Stadt muss ausgebaut werden und das mache ich jetzt auch wirklich rigoros. Heute wird gebaut. Im wahrsten Sinne des Wortes, es wird nur noch ausgebaut. Es wird alles größer, riesiger, viel schöner als vorher. Für alle, die schon immer an dieser wunderschönen oder in dieser wunderschönen Stadt leben wollten, die kriegen jetzt hier ein Neubaugebiet, das sich leider nicht ganz passt. Was sich gewaschen hat, wollte ich sagen. Was nicht passt halt. Ne? Ein Neubaugebiet, was sich verbaut. So, jetzt aber. So. Schon passt es wieder. Ne? Was nicht passt, wird passend gemacht. Ihr kennt den Spruch. Und... Da passt jetzt leider kein Gebäude mehr hin, also packe ich da die Parkplatzsituation. Muss ja irgendwo geklärt sein. Zack. Nee. Machen wir nicht. Da machen wir was anderes. Da mache ich mal wieder eine kleine Nachtlaterne. Und passt dahinter noch ein Baum? Nö. Leider nicht. Dann lasse ich das so. Ich meine, hier hinten könnte man jetzt auch alles vollpflastern. Möchte ich jetzt an der Stelle oder möchte ich das doch? Ach ja, wenn ich schon mal dabei bin. Kommt. Ja, so klein im Grün. Oh. Ich glaube, der eine hier hinten ist immer zu viel. Na, dann sieht das so ein bisschen so aus wie gestaffelt zur Seite hinweg. Und ja, das ist so die kleine Parkanlage, also im Sinne von der kleine Vorgarten für das Gebäude. Passt schon. Ich glaube aber, ich drehe hier jetzt Baum und Garten einmal um. Dann sieht das ein bisschen abgegrenzter aus. Ja, genau. So, da beschweren sie sich noch. Sie haben keine Straße, also kriegen sie noch eine Straße vor die Tür. Bitte sehr. So, und er sagt, die ganzen Feiertage seien toll. Kann ich bestätigen.
Nicht gut ist das, was ich hier sehe. Gebäude, was eingebaut ist, gar nicht berücksichtigt. Dann mache ich das anders. Dann machen wir das so. Dann mache ich da mal einen kleinen Park. Also den größten Park, den es gibt. Was haben die denn da? Ach, Stühle. Da stehen Stühle drin. Ist ja cool. Ja. Ein paar Stühle, ein bisschen moderne Kunst. Und schon, also langsam aber sicher gefällt mir auch wieder hier der Wert. Plus 8000 gefällt mir wesentlich besser als nur 3000. Das war doch nichts. Was ins Wort ist, das war doch nichts. Und die halbe Karte ist jetzt vollgebaut. Und ich guck mal ganz kurz auf unsere Autobahn. Ja, sie füllt sich. Ich fahre mal hier einmal mit der Kamera durch die Brücke. Moment. Ist ein bisschen sensibel. Wusch. Oh, hier hinten füllt es sich. Ja, da kommen sie ja auch alle aus der großen Stadt. Das ist cool gemacht, wenn man das mal so kurz macht. Also wenn sie in die Industriegebiete fahren, dann füllt es sich. Ist aber nicht weiter schlimm. So. So, warum war die Ansicht, die wir vorhin hatten? Dann finde ich mich hoffentlich auch gleich wieder zurecht. Und dann gucke ich mal in den Warenüberschuss. Nullmal Wasser, nicht so gut, aber immer noch 10-mal Nahrung. Also wir haben noch keine großen Probleme, die halbe Karte ist voll. Ich würde ganz gerne hier hinten den Part auch noch, also praktisch bis hier zur Hälfte, mal wirklich voll bauen. Und dann sehen, wie es weitergeht. Also ich baue jetzt hier noch weit, weit, weit aus, bis hier hinten hin. Und versuche dann hier praktisch, wo die Mine oder was auch immer da hinkommt, das noch runterzuziehen, dass wir noch die Hälfte ausbauen. Und dann kümmere ich mich mal um den Ausbau, denn dann müsste es gehen, dass wir hier diese Schwerkraftkompensatoren zum Laufen kriegen. Also die Produktion so hinbasteln, dass das auch funktioniert. Und vielleicht kriege ich es dann auch hin, zu sagen, okay, pass auf, wir können hier ein bisschen was aufsteigen lassen. Wobei, wenn ich dann natürlich hier wieder die Beförderung reinschmeiße, dann wird es ganz witzig. Das weiß ich jetzt schon. Dann wird das ganz spaßig aus dem ganz einfachen Grunde. Wenn hier die Beförderung losgehen, wird doch hundertprozentig Warenknappheit von irgendwas ins Leben gerufen. Und ich glaube, nehme ich das jetzt wirklich direkt dran? Wie habe ich das hier umgemacht? Da ist ein bisschen Platz zwischen. Ich denke, ich schiebe das Haus einfach mal eins weiter. Ich weiß noch nicht, ob das hinkommt, was ich jetzt machen möchte. Denn kommt nicht, aber es kommt nie hin. Wie sieht es mit den Kleinen aus? Ich brauche den Platz. Also ich muss es wirklich ranschieben. Ansonsten kriege ich da hinten die Straße nicht hoch. Jetzt muss ich wieso ein bisschen gucken, dass das alles nachher passt, aus dem ganz einfachen Grunde. Es wird halt jetzt wieder eng von der Karte. Ihr seht das ja selbst. Die Karte als Karte hat jetzt viele Berge und Schluchten und deswegen es wird wieder enger vom Baugebiet. Und was enger wird, ist natürlich nicht mehr so schön zu bauen. Das ist uns allen, glaube ich, klar. So, und hier haben wir schon wieder das Problem, hier kriege ich die Straße nicht runter. Okay, dann nehme ich das weg, das Haus, und packe da noch zwei kleine an den Rand. So, jetzt gucken wir mal. Hier kann ich nur bis da hochziehen. Nein, das macht keinen Sinn. Das macht keinen Sinn. Dann ziehen wir das einfach runter. So. Jetzt gucken wir mal, wenn wir hier noch eine zweite Reihe bauen. Würde die bis dahin kommen und dann könnte ich hier noch zwei runter. Das macht Sinn, das geht. Das geht. Dann machen wir es so. Informationen sind wieder knapp, wir sehen es. Das Informationszentrum. Würde ich gerne erst noch eine Reihe bauen. Da ist eins wieder, was nicht geht. Das ist dieses hier. So, gleich kommt wahrscheinlich die Meldung, Informationen sind zu wenig. Achtung, Warenknappheit, das kennen wir ja schon, wenn das auftaucht. Ich würde jetzt ganz gerne das Informationszentrum hier irgendwo bauen. Also,
2. Dann ein Informationszentrum. Wieder so hübsch mit links, rechts möchte ich das ganz gerne bauen. Deswegen mache ich mal 2 Freiflächen. Ziehe das rüber. Ich sehe gerade nicht, wo ist denn da der Berg? Der Schatten fällt gerade etwas ungünstig. Okay, das sind 2 Flächen. Das passt mir so nicht. Das habe ich hier schon rumgezogen. Moment. Das nehmen wir nochmal weg. Und bauen da noch eine 2. Reihe. Ich kann nicht glauben, also hier die 2. Zack, zack. Und das Informationszentrum kriegt jetzt hier hinten noch so eine riesige Parkanlage. Denke ich. Wenn ich nicht sogar... Jetzt müssen wir mal ganz kurz gucken. Nichts verschütten. Polizei passt nicht dahinter, schade. Ich hatte kurz überlegt, ob ich schon mal vorsorglich so eine Polizei oder sowas hinbaue, genauso wie einen kleinen Bahnhof. Den könnte ich jetzt hier hinstellen. Ich jetzt hier den Bahnhof. Weil wir gehen ja wie so gerade runter. Okay, ich komme hier so nicht weiter ran. Also wäre hier so ein Bahnhof möglich. Der hat Unterhaltskosten 3000. Na, dann bin ich ja in der Bilanz gleich wieder weg. Lass ich erstmal weg, aber wir merken uns mal, wenn wir nachher aufsteigen lassen, dann wird ja auch wieder Polizei benötigt und so weiter und so fort, dass wir hier einen Teil dann vielleicht wegnehmen und dann einen Bahnhof und die Polizei bauen. Das könnte gehen. Und optimal wäre, wenn ich das natürlich so in die Mitte packen könnte und dann außenrum platzmäßig, aber geht nicht, denn es braucht, glaube ich, kein... Moment, doch, es braucht einen Straßenanschluss, wollte ich doch sagen. Dann kannst du nur hier so ranziehen, irgendwo die Straße, und ganz ehrlich, das sieht doch doof aus. Nee. Ah, nee, das gefällt mir gar nicht. Das lassen wir lieber so, wie es vorher war, und packen dahinter eben die große Parkanlage. So. Also, Parkanlage. Wo haben wir sie? Zack. Einmal, zweimal. Dann natürlich die Kongressgeschichte. Zack. Zack. Hier kommen sie bitte rein. Und zwar in unser Gebiet. Moment, vielleicht packen wir... Ah, ich habe vergessen. Ich wollte ja hier... Bahnhof? Bahnhof? Na, vielleicht einmal zu viel. Machen das einfach nur mal links. Dann packen wir das vielleicht so nach hinten. Ja, das machen wir so. Denn davor packe ich jetzt diese niedlichen kleinen Lampen. Vielleicht packe ich das auch einfach dahin, weil das sieht dann vielleicht da hübscher aus. Moment, Moment, Moment. Nee. Nee, nee, wir machen das so als Eingang. So unter dem Motto, und hier geht's bitte rein. Denn da packe ich jetzt die große Parkallee rein. Ne? Da können die Leute dann reinlaufen. Genau so dachte ich mir das. Das sieht doch nett aus. Nach hinten hin schieben wir die Teile 1 rein. Und die Lampen packen wir praktisch so als Eckpfeiler daneben. Genau. Was natürlich fehlt, ist dann der U-Bahn-Eingang. Oder den packe ich hier. So. Das machen wir so. Dann ist das so ein bisschen hier überall die U-Bahn. Unten drunter ist dann das Gleis. Links der U-Bahn-Anschluss für alle, die eben mit der U-Bahn fahren wollen. Oh, und hier machen wir große Parkanlage.
Habe ich jetzt... Warum habe ich denn auf der Seite hier jetzt kleine Parkanlagen gerade gemacht? Ja, keine Ahnung. Nehme ich einfach nochmal weg, mache die mittleren und bin dann hoffentlich... Also, ich vermute mal, das sieht dann so ein bisschen symmetrisch schöner aus. Naja, nicht wirklich, aber sehr nett. Wirklich nett. Aber wir drehen das Ganze mal. So rum. Genau. Dann können die Leute hier reingehen, denke ich. Und hier rumgehen, dann ist dann sozusagen... Ja, sie kommen aus dem durch den Park, kommen sie dann in die riesige Anlage. Genau, das machen wir so. Sieht, glaube ich, hübsch aus. So. Gut, Informationen haben wir. Ich wollte ja nach unten noch ein Stück. Nicht viel, aber ein bisschen wollte ich noch nach unten gehen. Ungefähr so. Dann gucken wir mal, wie weit wir rankommen. Nicht ganz ran, das macht aber nichts. Genau. Zack. Dann hier noch ein kleines Apartmenthaus an die Seite. Oh, guckt mal, da können wir sogar noch eins machen, bevor wir jetzt hier reinziehen, die Straße. Kann ich sogar noch hier eins machen. Dann kann ich, glaube ich, hier die Sache rumziehen und zumachen. Genau. So. Ja, und die letzte bzw. vorletzte Reihe, denke ich. Gucken wir mal. Zack. Zack. Das geht so nicht. Schade, aber es macht nichts. Das finde ich sogar ganz gut. Ich muss es um eins verlegen. Dann ist hier die Anschlussstraße viel besser gelegt. Hier kommt die Straße rein. Da passt die Straße nicht. Aber hier passt sie noch. Okay. Nee, passt sie nicht. Wieso passt... Oh, verdammt. Okay. Na gut, dann müssen wir mal gucken. Wir sehen, so wäre es. Nehmen wir mal das Ding hier weg. Und dann baue ich mal ein kleines Haus. Ein großes Haus, noch ein großes Haus. Dann müsste da hinten noch ein kleines Haus passen. Genau, aber das... Ach doch, das hat ja jetzt eine Straßenanbindung, also geht das? Kann ich das so lassen? Was natürlich doof ist, ist jetzt hier diese Ecke. Die nehmen wir weg. Machen die dann lieber hier rein. Ziehen hier die Straße rum und hier hoch. Und machen die Straße dann hier zu. Und dann ist natürlich die Frage, was kann ich hier noch bauen? Wahrscheinlich nichts. Selbst wenn ich die Ecke mache, passt es nicht. Okay. Lassen wir die Ecke eben weg und packen da... das einmal hin und das.